als wir letztes Jahr Pfingstmittwoch in kleiner Runde an der Theke gestanden haben, da kam die Idee auf, man müsse doch eine Straße oder einen Platz oder einen besonderen Ort nach Pfarrer Alois Müller benennen. Pfarrer Müller war kurz vor Pfingsten 2017 im Alter von 84 Jahren verstorben. Pfarrer Müller hat diese Pfarrgemeinde hier, wie eigentlich den ganzen Ortsteil Kochstuhlbruch und auch darüber hinaus, über mehr als eine Generation lang maßgeblich geprägt. Er war von 1974 bis 2005 Pfarrer hier am St. Andreas und er hat auch, als er in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist, seinen Dienst weiter der GDG Kochstuhlbruch zur Verfügung gestellt. Er hat bis fast ganz zum Schluss seines Lebens noch gewirkt als Subsidiar und war als Seelsorger in den Gemeinden der GDG tätig. Aber er hat nicht nur als Seelsorger hier gewirkt, insbesondere seine Leidenschaft zur Architektur hat Kochstuhlbruch und insbesondere dieses ganze Areal hier ganz maßgeblich mitgeprägt. Man muss heute nur über den Kirchplatz gehen und sieht dort das Wirken von Pfarrer Müller und insbesondere diese Kirche hier, St. Andreas, hat ihm in besonderem Maße am Herzen gelegen. In diesem Jahr jährt sich zum 75. Mal die Zerstörung der Andreaskirche im Zweiten Weltkrieg. Mit einfachsten Mitteln wurde die Kirche nach dem Krieg wieder aufgebaut, auf dem Grundriss der alten Kirche und äußerlich auch im Wesentlichen in der alten neugotischen Form. Aber im Inneren der Kirche konnte man doch über viele Jahrzehnte sehen, dass die Mittel eben nicht ausgereicht haben, um dort mehr zu machen. Das Innere der Kirche wurde auf relativ schlichte Art und Weise wiederhergestellt. Und Pfarrer Müller hat diese Kirche gerade im Inneren zu einem echten Schmuckstück gemacht. Er hat ihr viel von dem Glanz wiedergegeben, den sie in den Vorkriegsjahren einmal gehabt hat. Und dadurch wird sein Wirken auch weit, weit über seinen Tod hinaus hier im Kochstuhlbruch bleiben. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Vielen Dank, meine Damen und Herren, liebe Schützenbrüder. Und jetzt wünsche ich uns allen eine schöne Versammlung. An das Begräbnis von Pfarrer Müller. Es war wirklich eindrucksvoll zu sehen, dass viele da waren. Das gilt auch für die anderen Begräbnisse unserer Schützenbrüder. Es waren auch viele von euch da bei meinem Priesterjubiläum im vergangenen Jahr. Ein schöner, für mich wirklich sehr schöner Tag, auch wenn der eben im Kontext der Beerdigung von Pfarrer Müller schon stand. Es kommen auch immer wieder viele Schützen zu den Gottesdiensten in unserer Kirche. Auch heute Morgen war das der Fall. Dafür einen herzlichen Dank. Da geht natürlich auch noch was. Und aus diesem Grund habe ich mir für Unges Pfingste in diesem Jahr etwas Besonderes ausgedacht. Das ist auch auf der Internetseite Unges Pfingste nachzulesen. Und zwar gibt es in diesem Jahr für diejenigen von euch, die alle drei Gottesdienste besuchen, am Pfingstsonntag, Montag und Dienstag. Drei Stück. Sonntag, Montag und Dienstag. Wer alle drei Gottesdienste besucht, bekommt von mir den Präses-Pin. Das ist eine Auszeichnung. Ihr könnt ihn schon sehen, ich trage ihn natürlich schon. Und eine Einladung an alle, nochmal zu überlegen, vielleicht auch an allen drei Gottesdiensten da zu sein. Den gibt es dann von mir verliehen. Ihr wisst ja, gegenüber Priestern sollte man nicht lügen. Das geht also auf Vertrauensbasis, läuft das. Wenn einer ein schlechtes Gewissen hat, kann er bei mir Lose kaufen, in Hülle und Fülle, dann überlege ich mir das mit dem PIN. Ja, man muss ja vorsichtig sein.
Ablassern nur damit das ganz klar feststeht. Aber meine herzliche Einladung. Ich freue mich auf die kommende Zeit. Ich wünsche noch eine gute Versammlung heute und das ein oder andere Block. Weiß ihre Liebsten in den Rhein im Grün.